Moin Moin Freunde, hier ist Kochen und Backen mit Ariel oder Ariels Hausmannskost, wie auch immer. Heute machen wir einfach mal Filetsteakbraten und Lammrückenfiletbraten. Vorneweg muss ich ja noch einmal sagen, also das Fleisch, alles was ihr hier seht, die Koteletts, das Lammrückenfilet und das Rinderfilet, war alles super, super zart und richtig, richtig lecker im Aroma vom Fleisch her. Ich habe natürlich wieder ein, zwei Fehler eingebaut. Nein, habe ich wieder gelogen. Die habe ich einfach gemacht. Wie zum Beispiel hier das Rinderfilet. Da habe ich zwei, dreimal zu wenig im Ofen gewendet. Deswegen ist es auf einer Seite oben ein bisschen, ja, schon ein bisschen nicht mehr so, wie ich das haben wollte, ne? Aber nur da oben der kleine Rand. Aber sonst, wie gesagt, es tat den ganzen keinen Abbruch. Und ich kann immer nur sagen, es war richtig super zart und super lecker. Und das zu braten ist eigentlich relativ einfach. Ne, da gibt es nachher noch ein schön leckeres Kartoffelgratin zu. Aber wie gesagt, das ist nichts Wildes. Wir braten uns das an. Ich habe mir das Fleisch hier mit Öl, ja, Zutaten, ne? Nochmal. Ich habe ein schönes Rinderfilet, 260 Gramm. Dann habe ich hier so ein Lammrückenfilet und noch zwei kleine so Koteletts. Bisschen Knoblauch, bisschen so Rosmarin und Butter, ne? Das haben wir denn. Die beiden Steaks hier oder die beiden Fleischstücke habe ich mir schön mit Öl. Dann braucht man nicht so viel Fett und dann kommt das in der Pfanne rein und das braten wir uns schön an. Das soll richtig schön heiß sein und dann würzen wir das vorher. Und zwar mit bisschen Salz, das Stück Fleisch auch. Und das braten wir dann jetzt von jeder Seite an. Und nachher wird das nochmal in so Butter nachgebraten. Der Ofen steht auf 100 Grad. Okay. So, jetzt kommt hier Knoblauch und Rosmarin mit rein. Das Steak auch. So, das einmal umdrehen hier. Da auch ein bisschen salzen. Eine Frage mit Salz und Salzen, das ist so, die einen machen ja, die anderen nein. Ich bin einer, der immer vorher salzt. Pfeffer nicht, das könnte er ja verbrennen, aber salzen, außer bei Rinderleber oder genau, generell Leber. Aber so, ich bin der Meinung, das Salz zieht noch ein bisschen mehr ins Fleisch rein. Aber die einen sehen das so, die anderen so. Daher muss das jeder für sich wissen. So, da wir ja hier zwei verschiedene Fleischstücke haben, das Lammfilet kommt gleich nochmal für 10 Minuten ins Ofen. Das ist jetzt im Ofen rein. Das ist jetzt schön angebraten und zwar auf einem Blech mit einem Gitter, damit es so drauf. Hier kommt jetzt noch ein bisschen der Butter zu. Und die machen wir uns denn da gleich noch rüber. So, jetzt drehen wir uns Steak auf. Das ist von einer Seite auch schon angebraten. Und jetzt nehmen wir hier auf den Lamm, packen wir uns dann so ein bisschen Knoblauch rauf und ein bisschen Rosmarin. Und das kommt, wie gesagt, jetzt für gut 10 Minuten im Ofen bei 100 Grad, 100 Grad, 110 Grad so ungefähr. Und dann sollte das nachher perfekt Medium sein. Das Steak kommt so bei 140 Grad für ca. 12 Minuten rein, bei der Dicke. Das kommt immer darauf an, wie dick das ist. So, das stellen wir jetzt erstmal aus. So, vorsichtig mal bitte. Darf ich mal? Jetzt nehme ich mir das Steak raus hier, nehme den Rosmarin, mache das auf den Steak drauf und den Knoblauch auch. So, das ist eben ein bisschen zu dunkel geworden. Da hatte ich nicht schnell genug runtergestellt, aber das passiert. So, machen wir ein bisschen kleiner. Bisschen Butter. So,
So, jetzt kommt das Stück da rein. Und hier machen wir uns dann noch die Lammkoteletts rein. So, die Lammkoteletts haben jetzt 5 Minuten gebraten von einer Seite. Machen wir die jetzt auch noch mal 5 Minuten von der anderen Seite und dann sind die fertig. Das Lammfilet ist jetzt fertig. Das hole ich mir noch mal raus. Packen wir das jetzt hier noch mal rein und beträufeln das noch mal ein bisschen mit Butter. Das ist jetzt richtig schöne braune Nussbutter. Mit den Rosmarin da drauf und den Knoblauch. Hat das Ganze geschmeckt. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Pfeffer drauf. Die beiden Lammkoteletts waren von jeder Seite 5 Minuten. Die machen wir auch noch mal warm. Und dann lassen wir das Ganze jetzt noch ein. Das war heiß, Ariel. Dann lassen wir das Ganze jetzt noch ein bisschen ruhen. Und zwar auf so ein Gitter. Damit sich der Fleischsaft gleichmäßig verteilt. Sonst, wenn ihr das auf ein Blech packen würde, würde das alles nach unten drücken. Und das wollen wir nicht. So, eigentlich sollte das jetzt gut sein. So Medium. Jetzt warten wir noch auf den Steak. Und das braucht noch einen kleinen Moment. So, jetzt holen wir das Steak raus. So, das machen wir jetzt hier nochmal rein. So, jetzt schneiden wir das Lammfilet an. Und jetzt könnt ihr sehen, wie perfekt das ist. Einmal lecker. Gut, ne? So, das packen wir aber drüben noch auf ein Brett drauf. So. So, das Rumpsteak ist auch fertig. Oder Rumpsteak, das Filetsteak ist fertig. Ah ja, was schnackst du für? So, das lassen wir noch einen kleinen Moment ruhen und dann schneiden wir das auch an. So, jetzt gehen wir einmal kurz rüber. Haben wir genau drauf, so. Da habe ich das Lamm, da kommt jetzt das Steak rüber, das schneiden wir einmal an. Jetzt nochmal das Lamm anschneiden. Könnt ihr so sehen hier, einmal so rauf und da könnt ihr auch sehen, jetzt machen wir ein ganz schnelles Foto. Ach ja, Freunde, wenn euch mein Kanal gefällt, abonniert ihn, klickt auf die Glocke, ihr habt immer den neuesten Film und ich freue mich drüber. Und dann kann ich nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen und wünsche euch wie immer euer Ariel und tschüss. So, Freunde, zum Schluss möchte ich noch mal ein wenig über meine Playlisten erzählen. Wer das kennt, hört natürlich hier auf und wer es nicht kennt und Lust hat, schaut sich das noch mal an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe über 60 Playlisten und das ist alles besser strukturiert. Da könnt ihr euch das alles noch mal in Ruhe anschauen und müsst nicht 600 Filme durchkriegen, wenn ihr dazu Lust habt. Und ich möchte sagen, eine Playlist, da findet ihr die türkische Küche, die japanische Gerichte, die günstig sind, also gerade in der heutigen Zeit und so. Klassiker der deutschen Küche, Kohlgerichte, Kaninchengerichte, vegetarische Gerichte, vegane Gerichte, viel über Soßen, ganz, ganz wichtig, ne? Reste essen, was ganz interessant jetzt wieder zum Frühling hin. Die ganzen Dips, die man sonst so holt bei den Griechen, wie Baba Ganache, wie, was habe ich da, Granatapfeldip, Hummus, dann Walnussdip und so weiter. Also ganz, ganz viele Geschichten, bisschen über so Thermomix, Eis. Dann habe ich die orientalische Küche, Kasslergerichte. Also, und dann meine 25 Top, die ich so am liebsten mache,
Pizza- und Eiergerichte. Also es ist wirklich richtig, richtig viel. Und da findet ihr alles, wo ihr drauf denn Lust habt. Und dann braucht ihr nicht alles wirklich durchzugucken. Und ihr, oder ihr sagt sonst einfach Ariels Hausmannskost und dann das, was ihr euch gerne so wünscht. Oder jetzt ist noch vorbei, so die Weihnachtszeit, ne? Dann Kartoffelgerichte wie Bauernfrühstück, Hackgerichte. Also wie gesagt, ihr hört schon, ich kann jetzt nicht alle so aufzählen. Italienische Desserts und Dressing. Also ganz, ganz wichtig, ne? Also so ich das. Oder Weihnachtszeit in Ente und so. Also wie gesagt, es lohnt sich, da rein zu scrollen. Es geht alles wesentlich einfacher. Und ich kann euch dann wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wünscht euch wie immer euer Ariel und tschüss.